Das ZDF hat mich rausgeschmissen. Erst haben mich zwei Securities in das Studio gehievt, dann haben die mich an den Tisch geschoben und dann hat die Moderatorin gesagt, hier kommen nur Leute hin. Ups. Wenn ihr nicht so lachen würdet, müsst ihr auch nicht lachen. Die über 5% haben. Warum die Linke da stand, weiß jetzt im Moment kein Mensch. Erstens. Zweitens, die ARD hat mich rausgeschmissen. Da war geplant, egal was wir für ein Ergebnis haben, dass trotzdem Piraten sagen dürfen, keine Ahnung, warum es alles so scheiße ist oder... Naja, ich hätte gerne Dinge gesagt, nämlich, dass ich total stolz bin auf viele Mitglieder, die trotz einer Umfrage von 1% einen Wahlkampf gemacht haben, den ich richtig geil fand, die sich auf die Straße gestellt haben, mit Leuten geredet haben. Ich fand das richtig, richtig gut und die Rückmeldungen waren auch richtig gut. Und ich glaube, darauf können wir aufbauen. Aber die AfD wollte das nicht hören. Dann hat der WDR mich gefragt und hat gesagt, habe ich AfD gesagt? Ja. Scheiße, ist ähnlich, nur anders. Das eine ist ein Fernsehsender, das andere eine Scheißpartei. So, und jetzt? Eigentlich dasselbe. Jetzt dritter, Ruhe jetzt. So, dann WDR. Da stellen Sie sich mal hin, Herr Marsching. Sie sind ja in NRW wenigstens bekannt. Da kommen Sie gleich dran. Ich stand eine Dreiviertelstunde da. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich gebe Ihnen meine Telefonnummer und gehe Schnitzelchen essen. Sie nehme ich ja eh nicht dran, weil es interessiert Sie einfach nicht. Das Thema Digitalisierung, es interessiert sie einfach nicht das Thema Zukunft, es interessiert sie einfach nicht das Thema Umbau des Sozialsystems, es ist ihnen einfach scheißegal, weil im Moment ist wichtig, the winner takes it all und jeder will mit Laschet reden und jeder will wissen, macht er schwarz-gelb oder macht er eine GroKo unter schwarzer Führung, das Schlimmste, was diesem Land passieren könnte. Und ganz ehrlich, das ist der Grund, warum ich Pirat bleibe, weil der Laschet heute gewonnen hat und weil irgendwelche Sicherheitsesoteriker dem jetzt ins Buch diktieren, der Laschet ist ein netter Kerl, ehrlich. Das ist ein netter Kerl, das ist ein Integrationsminister, der ist sehr bemüht und auch sehr verdient um die Integration in Nordrhein-Westfalen. Das hat er lang gemacht. Und jetzt kommen irgendwelche Sicherheitspolitiker und die diktieren ihm ins Buch, was er sagen muss. Und das finde ich echt schade, weil jetzt gibt er sich dafür her. Das ist eigentlich gar nicht seine Meinung. Und das kotzt mich an. Und deswegen bleibe ich Pirat, um ehrliche Politik zu machen und um den Leuten nicht irgendwas zu sagen, was mir irgendwelche Berater sagen, sondern das, was ich meine und was in mir drin ist. Denn das ist wichtig. Und wenn ich dann gewählt werde, irgendwann vielleicht mal wieder zu irgendwas und ich mich da hinstelle vor so eine Kamera und sage, das ist meine Meinung, dann ist das wirklich meine Meinung und das ist nicht die Meinung von irgendeinem Typen, der sagt, er braucht hier mehr innere Sicherheit und mehr gefühlte Sicherheit und so eine Scheiße. Und das ist der Grund, warum man bei Piraten mitmachen sollte, denn wir wollen nicht nur eure Stimme, wir wollen eure Meinung und wir wollen euer Mitmachen und wir wollen euer Geld natürlich auch, denn eine Partei lebt davon und wir wollen, dass wir alle zusammen 2022 einen Wahlkampf machen, sodass wir wieder in den Landtag reinkommen und dass wir ihnen wieder die Laus im Pelz sein können, dass wir ihnen wieder in den Nacken beißen können, weil die Themen, die wir bearbeiten, die wirklich wichtig sind, die in 20, in 30 Jahren wirklich wichtig sind, die werden die nicht bearbeiten. Guckt es euch an. Von wegen der Lindner ist für Digitalisierung. Das war im Wahlkampf. Guckt euch genau an, was er macht die nächsten 2 Jahre. Und das wird passieren, nämlich genau gar nichts. Und da müssen wir Piraten ran und da müssen wir reinstoßen. Und das sind die Lücken, in die wir können und wo wir was gewinnen können. Und deswegen alle zusammen 2022 Landtagswahl, im September Bundestagswahl, dann kommt die Europawahl, dann kommt hier die Kommunalwahl. Wir müssen mit unserer Expertise da einfach rein, weil wir stellen die richtigen Fragen und ihr habt die richtigen Antworten.